Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags mit Lillis. Ich freue mich, dass ihr reinschaut, denn heute zum ersten Sonntag im März gibt es wieder was zum Thema Lettering. Und ich habe lange überlegt, was ich machen werde und dachte mir, wir machen heute eine Form von Blockbuchstaben. Und zwar eine Art Blockbuchstabe, die aussieht wie nach außen geprägt. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Ich zeige es euch am besten. Und zwar diese Art von Blockbuchstaben, die aussieht, als wenn sie uns entgegenkommt. Sie läuft spitz in der Mitte der Grundlinien der Buchstaben zu und hat somit einen tollen Effekt. Ich finde, je nach Farbe und je nachdem, wie man sie zum Einsatz bringt, hat sie so einen metallischen, also jetzt hier mit dem Grau wirkt sie natürlich sehr metallisch, aber sie hat was sehr Kühles, aber auch was sehr Elegantes. Ihr seht, hier habe ich so ein paar Funkelpunkte mit reingebracht, dass es tatsächlich noch so ein bisschen metallern wirkt. Aber wie man diese Buchstaben aufbaut und wie ihr die so schön zur Geltung bringen könnt mit Licht und Schatten, das möchte ich euch jetzt zeigen. Aber ein Beispiel noch. Man kann das natürlich auch in Farbe machen. Ihr könnt das ganz unterschiedlich gestalten. Ihr könnt das kunterbunt machen. Ihr könnt es in der gleichen Farbfamilie machen, wie mit dem Grau hier vorne, sodass die Schatten natürlich nur dunkler wirken. Wie ihr das dann im Endeffekt zur Geltung bringt, das liegt ganz bei euch. Wir machen hier aber heute ganz, ganz simple Formen. Und zwar habe ich hier gerade schon mal was vorbereitet. Und zwar das Wort Hallo. Ihr seht auch hier, ich habe hier auf kariertem Papier gearbeitet, ganz bewusst, weil, um einfach das mal auszuprobieren, lässt es sich auf kariertem Papier viel, viel einfacher darstellen und die Linien viel, viel einfacher nachziehen. Ich habe mich für das Wort Hallo entschieden, weil es einfach mal ganz neutral ist und weil es verschiedene Formen hat. Und zwar hat es gerade Formen wie das H und das L, ne? Also die, da kann man nicht viel verkehrt machen. Dann haben wir einen runden Buchstaben dabei, was uns auch begegnet beim R und beim P und vor allen Dingen auch beim S. Haben wir hier das O mit drin, was ein bisschen schwieriger ist, weil halt einfach so geometrische, einfache, kantige Formen sich viel, viel einfacher darstellen lassen in der Perspektive. Und dann aber auch ein A, damit wir auch ein bisschen was Schräges mit dabei haben, wie wir das beim W wahrscheinlich haben werden, beim N und noch bei anderen Buchstaben. Und ich würde auch sagen, wir legen direkt los. Nehmt euch, wenn ihr habt, ein kariertes Papier. Ihr müsst aber kein kariertes Papier, ihr könnt auch ein weißes Blatt Papier nehmen. Es geht jetzt hier erstmal wirklich nur ums grobe Skizzieren. Und wir fangen hier ganz, ganz simpel an. So wie ich es vielleicht schon früher in der Schule gemacht habe, mache ich jetzt ganz einfache Blockbuchstaben auf einem weiteren karierten Blatt Papier. Und ich möchte euch aber dann im Anschluss noch zeigen, wie ihr die mit Brush Pens, und ich entscheide mich auch hier für eine neutrale Farbe für Grau, auch nochmal schön darstellen könnt, nochmal schön hervorheben könnt. Aber erstmal fangen wir mit einer Skizze an, die wir mit Bleistift machen. Wenn ihr möchtet, wenn ihr gerade Linien haben wollt, nehmt euch noch ein Lineal dazu. Und dann werde ich euch zeigen, wie ihr diese Buchstaben hier in der Form, dass euch das entgegenkommt, dass es aussieht wie geprägt. Ich glaube, dass man es sogar auch prägen nennt vielleicht in verschiedenen Grafikprogrammen wie bei Illustrator oder Photoshop oder GIMP oder was auch immer ihr vielleicht sogar nutzt, kennt man das unter Bevel and Emboss. Dort die Worte, ne? Also Emboss ist ja auch prägen, Bevel heißt sowas wie abgeschrägt und das ist hier natürlich eine sehr spitze Form davon. In den meisten Grafikprogrammen sieht das dann manchmal auch wie so ein bisschen so rundlich aus. Aber das soll halt eine Form des Prägens darstellen, so dass uns der Buchstabe so ein bisschen entgegenkommt, was man hier vielleicht bei denen auch schon so ein bisschen das Gefühl für bekommt. Als erstes möchte ich euch bitten, schreibt ganz normale Blockbuchstaben vor,
in dem Wort Hallo, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser hier mit mir zusammen üben könnt, oder ein Wort eurer Wahl. Das ist ganz euch überlassen. Ich schreibe jetzt erstmal eben das Wort Hallo vor. Ich benutze hier meistens in der Regel zwei Kästchen für einen Buchstabenstrich, ne, also für die Linien der einzelnen Buchstaben. Könnt ihr aber auch ganz unterschiedlich machen. Ihr könnt die Buchstaben dicker oder auch schmaler. Schmaler wird es immer ein bisschen schwieriger. Ich glaube, so für den Anfang mit zwei Kästchen, wenn ihr auf kariertem Papier arbeitet, sollte erstmal ausreichen. Auch wenn es jetzt vielleicht am Zeitraffer ein bisschen schnell ging, habe ich gerade festgestellt, dass die Buchstaben hier jetzt ein bisschen größer sind. Das ist aber nicht schlimm. Das ist aber vielleicht für euch ein bisschen angenehmer mit anzuschauen. Und ihr habt, also wie gesagt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schnell ging, ihr habt vielleicht gesehen, wie ich das O gemalt habe. Ich habe das jetzt nicht hier so vorgekreist, sondern ich setze mir, wenn ich runde Kanten mache, vor allen Dingen auf dem karierten Papier, was sich beim Lettering manchmal anbietet, vor allen Dingen, wenn man Blockbuchstaben vorskizziert, habe ich mir hier oben bloß an den wichtigsten Punkten so ein paar Merker gesetzt und habe die dann mit einem Bogen verbunden. Und ja, das ist jetzt hier so ein bisschen gestrichelt, aber die können wir dann auch hier nochmal ein bisschen fester nachziehen. Aber manchmal ist eine skizzenhafte Optik auch was sehr Charmantes. So, der nächste Schritt. Wir schreiben oder malen jetzt eine weitere Linie in die Buchstaben rein. Und zwar genau in die Mitte. Aber nicht von oben bis unten, sondern hier lassen wir jetzt, wenn ihr auf kariertem Papier malt, immer nach oben ein Kästchen frei. Denn wir haben ja auch ein Kästchen von rechts nach links, wenn wir die Mitte nehmen, und also auch ein Kästchen nach oben. Ziehen wir jetzt in alle Buchstaben eine mittlere Linie rein. Das heißt, wir setzen nochmal einen einzelnen Buchstaben in der Monoline in diese Blockbuchstaben rein. Der zweite Schritt ist getan. Ihr habt jetzt hier eine zweite Linie in den Blockbuchstaben reingeschrieben. Kommen wir also zum dritten Schritt, indem wir diese beiden, den Blockbuchstaben und die einfach gezeichneten Linienbuchstaben, nenne ich sie jetzt mal, miteinander verbinden. Und das machen wir, indem wir die Ecken mit den Linien verbinden. Und das heißt, immer zur Linie hin, also immer zur mittleren Linie hin, die in der Mitte des Blockbuchstabens ist. An den Buchstabenenden macht sich das immer ganz einfach. In der Buchstabenmitte guckt man vielleicht mal ganz kurz, aber auch hier ist es wirklich nur die Ecken mit der mittleren Linie, die dort auch Ecken bilden, zu verbinden. Und dann sind wir hier auch schon fertig, denn ihr werdet ja mitgekriegt haben, das O hat natürlich keine Ecken, demnach kann man da auch gar keine Linien verbinden. Aber wie gesagt, ich habe ja bewusst diesen Buchstaben mit reingenommen, damit ihr auch gleich seht, wie ich diese Schatten hier oben auch setze. Damit kommen wir dann zum vorletzten Schritt und ich werde es bei den Buchstaben genauso handhaben, wie ich es bei all meinen Letterings und alles mache. Bei mir kommt das Licht von oben links, Licht, das heißt, unten rechts wirft sich der Schatten. Heißt, ich werde den Schatten auf der rechten Seite jetzt mit einer Schraffur und dem Bleistift dort reinbringen und mache das erstmal nur einfach. Ja, also ich werde jetzt noch nichts irgendwie speziell hervorheben.
Ich werde jetzt alles, was links und was etwas unterhalb liegt, schraffieren. Der vorletzte Schritt, der zeigt euch schon, dass euch da jetzt schon so ein bisschen Tiefe begegnet. Im letzten Schritt werden wir dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe verleihen, sage ich jetzt mal, und setzen noch eine zweite Schicht an Schatten, und zwar immer an die untere Kante, je nachdem, wie das Licht fällt. Das machen wir hier immer an dem unteren Rand der Buchstaben, wenn das Licht von links oben kommt und der Schatten links unten fällt. Und demnach sind wir auch schon fertig. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr noch diesen realistischen Effekt reinzubringen, auch hier in den Tiefen, ne? Also hier ist es ja natürlich sehr tief, also das ist eine Ecke, die wirklich sehr versteckt ist. Da könnte man jetzt auch noch so leicht, da würde ich gar nicht doll, also nicht viel tief reingehen mit einer zweiten Schicht von der Schraffur in entgegengesetzter Richtung. Das ist wichtig, damit es einfach sich ein bisschen auch abhebt. Denn hier bei dem runden Buchstaben kommt man da gar nicht drum herum, ein bisschen mehr in die Wölbungen reinzugehen. Aber wir sind fertig. Wir haben Blockbuchstaben in einer Prägeform, die spitz zuläuft in unsere Richtung, gerade aufs Papier gebracht. Und wie ich finde, wenn man den Dreh einmal raus hat, wenn man einmal weiß wie, dann klappt das ziemlich gut. Und wir benutzen jetzt diese skizzenhafte Vorlage auch, um das jetzt nochmal auf Papier zu bringen, damit ich euch zeigen kann, wie ihr das vielleicht auch noch mit den Brushpens machen könnt. Das werde ich jetzt ohne verbale Begleitung machen und werde euch einfach zeigen, ein bisschen schneller vielleicht, wie ihr dort jetzt noch mit den Farben arbeiten könnt. Denn im Endeffekt ist es genau die gleiche Arbeit, die wir hier gerade gemacht haben. Ihr zeichnet die Buchstaben vor oder ihr paust die euch jetzt hier ab, ne? Ihr wisst, hinten mit einem weichen Bleistift gegenzeichnen, abpausen, dann einfach nochmal nachziehen und dann mit dem Brushpen, ihr könnt das dann komplett hellgrau ausmalen, dann eine Stufe dunkler und für hier unten dann die ganz dunkle Grau. Also, viel Spaß beim Zuschauen, wir sprechen uns aber gleich nochmal. Thank you.
Fertig ist das Bild mit den Brush Pens. Ihr merkt, ich habe es, oder ihr habt gesehen, ich habe es mit Fineliner vorgezeichnet, um einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu haben und um auch die Kanten so ein bisschen mehr hervorzuheben. Wie gesagt, also ihr habt es gerade vielleicht schon gesehen, wir brauchen gar nicht unbedingt Brush Pens. Ihr könnt dafür Buntstifte nehmen, ihr könnt eure Aquarellfarbe dafür nehmen, ihr könnt Liquid dafür nehmen, ihr könnt Faserstifte dafür nehmen, ihr könnt Gouache-Farben dafür nehmen. Also alles, was euch zwischen die Finger kommt und Farbe auf Papier bringt, könnt ihr für diese Buchstabenform, um sie farblich zur Geltung zu bringen, mit einsetzen. Also es ist wirklich relativ einfach, wenn man den Dreh einfach mal raus hat. Ich habe jetzt hier noch einen weißen Highlighter, also einen weißen Acrylstift. Denn man kann jetzt natürlich hier um das Ganze so ein bisschen zum Blinken zu bringen, so kleine Highlights noch setzen. Ich mache das immer gerne auf den Kanten, denn die blinkern ja im Endeffekt. Dann hat das den einfachen Effekt, dass das noch so ein bisschen glanzvoll aussieht. Ich freue mich, dass ihr hier wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues mitgeben, etwas Lehrreiches mitgeben und dass ihr genauso viel Spaß daran habt, Buchstaben zu kreieren, wie ich das habe und auch immer wieder neue Sachen auszuprobieren und nicht immer nur bei dem zu bleiben, in dem man festgefahren oder vielleicht auch gut ist oder auch sehr gut ist. Ich finde, man kann sich immer so ein bisschen steigern. Man kann immer wieder was Neues dazu lernen und das zeigt halt einfach auch nur, wie vielfältig man ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Blockbuchstaben oder beim geprägten Buchstaben entwickeln, kreieren in euren Farbformen. Ich freue mich, wenn ihr euer neues Wissen auf Instagram oder auf anderen sozialen Medien teilt und mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis vermerkt und vielleicht auch mich markiert, lillis.berlin. Und dann werde ich das auf jeden Fall mir anschauen und teilen und kommentieren und alles, was ich machen kann online, werde ich dann tun. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne noch einen Daumen hier und ein Abo für meinen Kanal, denn jeden ersten und jeden dritten Sonntag kommt hier ein neues Video, in dem ihr etwas lernen könnt, in dem ich vielleicht euch etwas zeigen kann oder in dem ihr mich begleiten könnt, weil ich etwas ausprobiere, etwas mache, etwas male oder etwas schreibe, etwas kreiere, bei dem ihr mich begleiten könnt. Also habt noch einen schönen Tag, bleibt kreativ, macht's fein. Tschüss!